Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und das ist ein kleines, nettes Preview. Ihr seht, dieses Spiel ist noch Beta. Und ich lasse einfach mal das Intro ein bisschen laufen. Das ist ja, glaube ich, ganz nett anzusehen. Ihr werdet gleich sehen, das ist absolut Retro-Style auf neu, sozusagen. Ihr seht schon diesen Text-Adventure-Status. Ja. Nicht nur schöne Nachrichten, wie man es ja auf YouTube eigentlich fast kennt. Sondern es hat schon Ähnlichkeiten zu alten Space Quest Sachen. Ihr werdet gleich noch eine Menge andere Ähnlichkeiten sehen, die man eigentlich kennen muss. Ihr seht auch gleich, das fing auch gleich mit dem Smap an, das kann ich euch schon mal sagen. Und die Protagonistin, die sieht auch wirklich so aus. Ich starte einfach mal. Ich habe da mal reingeguckt. Ich nehme jetzt Normal, um mal zu testen. Was ein bisschen ärgerlich ist, die Tasten sind X und Z. Das ist natürlich für uns Europäer jetzt nicht so unglaublich sozusagen gemacht. Aber es fängt zum Beispiel mit Smap an, R-Type, Nemesis, Gradius, Katakis. Was mir noch so spontan einfällt. Unglaubliche Ähnlichkeit. Die Musik ist auch nett. Ich hoffe, die hört man. Und ja, ich bin gespannt, wenn das Ding fertig ist. Das ist noch im Augenblick bei Steam Greenlight. Ich drücke den Entwickler hier mal alle Daumen, weil ich denke schon, dass das interessant werden kann. Wir haben auch Chance, das mal vom Entwickler zu zeigen. Da nochmal Dank an Jerofire und an die Entwickler natürlich selber, dass wir das so zeigen dürfen. Und deswegen mache ich das jetzt auch mal ein bisschen verschnupft. Könnte man ja gute Besserung wünschen. Ich nehme das hier tatsächlich am frühen Morgen des Silvesters auf. Also ihr seht das wirklich super live. Aber ich denke schon mal, wenn einer die Möglichkeit hat, was zu zeigen, was andere eben nicht zeigen dürfen, dann sollte man das eigentlich schon schnell möglich machen. So. Ah, weg! 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 Ah, Mist. Ich weiß übrigens nicht, ob der Absturz Absicht ist. Ich habe mal versucht, den zu vermeiden, aber das war nicht so von erfolgreich. Ne? Ihr seht das. So. Wer denkt jetzt an Metroid? Also es hat auf jeden Fall was. Turricane, Jill of the Jungle. Halt. Macht mich nicht kaputt. Wundert euch nicht, dass es 9 Leben sind. Ich weiß nicht, ob es dann in der finalen Fassung auch so sein soll. Aber ich kann euch versprechen, die werden gleich relativ zügig weggehen. Ja, you are welcome. Ich nehme schon mal vorweg, nicht wirklich. So. Im Augenblick ist es noch ein übliches Jump'n'Run. Ich sag aber mal gleich, dass da natürlich auch gleich eine Waffe kommt. Da sind die Ähnlichkeiten, glaube ich, zu Metroid. Genau, da ist die Gun und ihr seht, das aktiviert man mit Z. Ach, das, die Tür ist schon auf. Ach ja, gut. Die Tür muss erst zugehen, ist klar. So. Wollen wir mal. Ah, ich mach die erstmal weg, mein Freund. Der Unterschied auf Easy ist zum Beispiel, wenn ich das gesehen habe, habt ihr, glaube ich, unendlich Leben. Ich weiß aber auch nicht, ob das in der finalen Version dann auch so ist. Also das ist jetzt natürlich noch die Frage an sich. Für den Beta läuft es stabil. Da haben wir ja auch schon andere Schergen gesehen. Ich meine, jetzt kann man sagen, böse. Aktuell, wenn man 2013 Reviewer sehen lässt, da gibt es eine Menge Vollpreisspiele, die nicht am Release-Tag vernünftig laufen. Was bist du denn? Tot. Mist. Ja, den ganzen Weg nochmal, das ist ärgerlich, aber da muss ich mal ein bisschen Gas geben. Vielleicht auch ein bisschen mehr was zeigen. So. Ja, dann mal schön, wenn man auch eine bessere Waffe kriegt, weil die ist doch ein bisschen... Ich sag mal suboptimal. So, mach Mauer. Nee, machst du nicht. Das geht's ja schon gelöst. Das jetzt vielleicht. Aua! Auf jeden Fall bin ich noch nicht tot. Das ist gut. Ah, springen wir lieber drüber. Dann mach ich jetzt mal schnell einen Abgang. Ah, so. Ja, geh weg. Hoppelnder Hase. Was für
finde ich nicht so gut. Ich will aber ein bisschen mehr zeigen. Also bis zum Endkampf will ich dann doch mal kommen. So, ein Quick-Quick, alles wie von euch. Okay. Hier gibt's also direkt, wenn ihr Herzen sammelt, gibt's nicht erstmal irgendwie so ein Health-Upgrade. Kann ich die eigentlich mitziehen? Kann ich die ein bisschen ziehen? Boah. Komm, ihr seid jetzt mal meine Leibgarde. Liebe Entwickler, das bitte fixen. Da kann man unglaublich schöne Sachen machen. Ich glaube, das wollt ihr nicht. Ach ja, jetzt muss ich doch. Ah, komm, geh mal weg. Geh mal weg, du blöder Hase. Wobei ich ja sonst einen Hebel hab für Hasen, aber. Es ist doch Ostern noch lange hin. Gut für die Schokoladenindustrie wahrscheinlich nicht, aber. Na. Jetzt willst du mich aber ärgern, ne? Alter, mach doch das Jetpack. Jetzt willst du mich aber richtig trollen, mein Freund. Na also, geht doch. Muss einfach mal ein bisschen rumjammern. Aber sonst spielt sich auf jeden Fall flüssig. Ja. Ah, jetzt hat das Jetpack auch mal so funktioniert, wie es sollte. Hallo! Magst du diese Stelle nicht? Geht doch. So, komm weg. Weg mit euch. Also, wenn das wirklich released ist, kann ich schon mal sagen. Das ist ganz putzig. Wir dürfen tatsächlich davon auch ein Let's Play machen. Und das werde ich dann auch tun. Checkpoint ist gut. Das ist mir egal. War das was Gutes? Weiß keiner. Egal, ich hab's dann einfach mal kaputt gemacht und natürlich am Level Up. Beziehungsweise am Health vorbei. Ist der Sinn? Ja, ich auch. Achso, kann ich jetzt noch eine zweite Chance, das zu kriegen? Ja, danke. Das ist zwar nicht unbedingt Pro Skills. Ja! Ja, mach du mal. Aber ich denke, farbig ist es vollkommen okay. Also, so, noch nächster Checkpoint, ne? Oh, ist hier noch was? Ah, geil. Okay. Kann man wegknallen. Oder? Ja, doch, natürlich. Gewalt ist doch in solchen Spielen immer eine Lösung. Also, ich denke, es wird wie bei Metroid. Aha. Aha. Kann ich da irgendwas machen? Ne, wohl nicht. Wird es hier auch sicherlich eine Menge Nebenwege geben, wie man das kennt, die üblichen Secrets. So, was haben wir hier noch Schönes? Machen wir schon überall? Ja, ja, gut. Froschmann, lass mal Froschmann sein. Ja, klar. Küsst den Frosch, nee, ist klar. Immer auf die Blondine. Ist ja unglaublich. Ähnlichkeiten mit Samus sind, glaube ich, totaler Zufall, glaube ich. Ja, wer Zero Suit Samus kennt oder noch andere Sachen freigespielt hat, die man auf YouTube wahrscheinlich nur so kurzzeitig sehen kann, dann weiß man, wie die gute Dame mal aussah, bevor sie dann bei Other M zur, ja, zu so einem, wie soll ich sagen, so einem heulenden Blatt mutiert ist. Aber das haben sie ja mit Lara ja auch mal kurzzeitig versucht. Nein, ich will meine Girlies Badass. Und das bitte nicht falsch zu verstehen. Wobei natürlich TNA Tits and Asses natürlich wunderbar auf YouTube funktioniert. So, weg, weg, weg. Mach mal einen Frosch. Mach keinen Schuh, mach einen Frosch. So. Bossfight, ja. Das Übliche. So, eigentlich relativ einfach. Eigentlich. Ich kann es mal vorwegnehmen. Ich habe das auf Easy mal ein bisschen ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war. Da konnte ich das Viech nicht besiegen. Ah. Egal, wir machen jetzt mal einfach so gut, wie wir es können.
Darrow war ja auch nicht weiter. Ha! Sind wir als Opfer im Geiste. Ja. Da sollte man sich ducken. Egal, wir schaffen es. Wir haben ein paar Leben. Und einfach draufhalten, was das Zeug hat. So, ducken. Und dann kommen jetzt diese... Ah, genau. Zack. Dafür ist das Jackpot gut. Au. Dich habe ich gar nicht kommen sehen. Aber dann ist man eigentlich schon in der Angriffsphase weiter, wenn das Vieh schon kommt. Ah, warum springe ich denn? Dämlich. Ja, das war natürlich auch gut. Ja, treffen solltest du schon. So, wieder einmal kotzen, kotzen, kotzen. Und wieder touchen, touchen, touchen. Touchen, touchen, touchen. Und schießen. Und auf den aufpassen. Und das ist die ganze Nummer. So. Ah, war ich zu nah dran. Mist. Mist. Ende. Jetzt sagt mal ehrlich, ist das ein ideales Thumbnail? Wir können das mal diskutieren. Das war Altionas irgendwas. Wer es richtig aussprechen kann, bitte Antwortvideo. Ich werde es auf jeden Fall zeigen, wenn es released ist. Also ich werde alle Daten reinstellen, dass es bei Steam Greenlight ist und wer es mal angucken will. Ich denke, das ist interessant, vor allem für Retro-Zocker, die eben so Metroidvania und sowas lieben. Das ist sicherlich interessant und ich freue mich schon auf Cutscenes. Ich glaube, die werden sehr interessant und sehr erfolgreich. Ich danke nochmal den Entwicklern, ich danke nochmal Jerofire, dass man das hier möglich machen konnte für euch. Und ja, ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch und wir sehen uns 2014 in alter Frische wieder. Ihr wisst ja, heute kommt ja noch der Jahresrückblick. Schon mal viel Spaß gleich damit. Und ich bin euer Mr. Venom 1974 und bin jetzt raus und genieße dieses Abschiedsbild. Oh mein Gott, gibt das Quote. Wir sehen uns. Tschüss.